Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Romance, Romeo und Julia. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Gaspar ist getrieben von Rache, denn er hat den Tod von seiner geliebten Alberta niemals verkraften können. Und jetzt will er Julia an den Kragen und allen Menschen, die sie liebt. Ja, Drahtsäge, okay, ein Pflock. Alles klar. Wir können erstmal ein schickes, feines Rätsel machen. Ah ja. Und zwar, setze die Runen in der Mitte aus den Runen am Rand zusammen. Triffst du eine falsche Auswahl, beginnt das Minispiel von vorn. Ja, geil. dann versuchen wir natürlich keine Fehler zu machen. Eigentlich ganz cool. Eigentlich. Aber wenn es jetzt immer von vorne anfängt, müssen wir gut gucken. Ja. Tolle Wurst. Das ist das auf jeden Fall. Da ist jetzt die Frage, ist das das? Ja. Es hätte auch der sein können, auf einer Seite, aber dann hätten wir sonst, glaube ich, nichts gehabt, ne? Das auf jeden Fall und das. Nochmal, natürlich. Dreimal. Nein! Ich hab's befürchtet. Aber naja, wir wissen ja jetzt, wie es theoretisch geht. Dann geht das ja jetzt von der Hand. So, Konzentration. Also das auf jeden Fall. Dann würde ich den nehmen. Ja, stimmt, das ist der nicht, ne? Vielleicht... Ich traue mich gar nicht drauf zu klicken. Es ist länglich, ne? Ist das das? Okay. Aber was ist das hier? Das an der Seite. Oh Gott. Und der hier, ne? Dann haben wir's. Ja, gut. Haben wir geschafft. Sehr schön. Romeo. Oh, Romeo. Achso. Ja, hier. Bitteschön. Er will nur mein Amulett. Also das von Gaspar. Was anderes wollte er nicht. Romeo, I got it. Here. Did you think I wouldn't recognize you, you fool? So, that was your plan. But it seems I have Juliet. I propose a trade. Meet me at the volcano. Ich muss Julia erreichen, bevor etwas Schreckliches geschieht. Ja. Und schon wieder ist Julia in den Fängen von Gaspar. Hättest du Julia nicht einfach zu dir rüberziehen können? Romeo kann auch gar nichts. Der ist kein echter Held. Der ist immer noch. Der Jäger wird zum Gejagten. Jetzt sind wir nicht mehr so hämisch, oder? Was ist das hier eigentlich? Ach, der Helm. Ja. Das kommt da rein. Hm? Richte die Strahlen auf den roten Kristall, um ihn aufzuladen. Ach nee, die beeinflussen sich schon wieder hier. Warum muss ich eigentlich immer alles drehen? Ich freue mich. Naja, ging eigentlich. Sag ich jetzt. Gut, wir gehen in den Vulkan und da steht bereit der Gaspar. Is she really worth dying for? Let's find out. You only have enough time to save yourself. Or her. Decide.
Uhr tickt. Gaspar. Ja, wir werden natürlich Julia retten, ne? Würde ich mal meinen. Das macht ein wahrer Held. Hier ist irgendwo eine Maske. Da. Da, da, da. Was ist hier Schönes? Ich nehme das einfach mal mit. Gut, dass Gaspar erstmal wartet, bis wir fertig sind. Sehr schön. Er hat was. Er hat etwas, was ich begehre. Er trug einen Helm. Was ist das schon wieder? Wähle die Steine nacheinander aus, bis alle grün sind. Und das Gute ist, sie beeinflussen sich wieder gegenseitig. Ja. Oh, Mann. Das ist nicht witzig. Lass das. Hör auf damit. Naja. Ging nochmal gut. Gibst du mir das jetzt? Dankeschön. Und hier brauchen wir noch Schlüssel, ne? Ach, jetzt haben wir so, die ist hierfür, oder? Cool. Eine haben wir. Was ist das? Drachenschwanzstab und eine Spitzhacke. Wofür auch immer. Vielleicht kann man hier noch irgendwas machen. Diese Felsbrocken sind schwer genug, um Gaspar nach unten zu ziehen. Ich muss ihn nur mit einem Haken daran befestigen. Mit einem Haken. Und jetzt? Ja, er muss erstmal hier stehen, mein Jungchen. Er steht da hinten. Wie soll ich ihn denn hier festbinden? Julia. Ich brauche eine vollständige Sphäre, um das magische Feld zu durchbrechen. Können wir den kaputt machen? Feuerhand. Ah, warte mal. Geht das nicht? Ich will den haben. Oder das haben? Ich will das haben. Natürlich. Und da ist noch was drin. Ich brauche etwas, das nicht schmilzt. Ich hatte eine Feuerhand, aber die wolltest du ja nicht benutzen. Romeo, du willst es wieder kompliziert haben. Was ist das? Leite den Energiefluss der Sphären mithilfe der Pfeile in die Mitte. Drücke auf den Pfeil rechts, um deine Wahl zu überprüfen. Im schwierigen Modus muss die Energie jeder Kugel gleichzeitig die Mitte erreichen. Okay, also wir müssen das quasi dahin lenken. Das sind fünf Kugeln. Im schwierigen Modus ist es so, dass es gleichzeitig ankommen muss. Also da reicht das nicht aus. Ach, das machen wir mal auf leicht. Wir haben jetzt die ganze Zeit auf schwer die Rätsel gemacht. So ein Rätsel mache ich jetzt einfach mal auf leicht. Hauptsache, es kommt einfach an. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass das auf schwierig läuft. Hauptsache, es kommt an. Wir können auch eigentlich da schon nach oben gehen, ne? So, dann läuft das da hoch. So. Weil ich glaube, gleichzeitig... Ja, ist schon ein bisschen schwerer. Ja, das läuft da hin. Dann da hoch, dann da. Ja, das... Ich glaube, es passt. Ich meine, man kann es auch gut abtimen wahrscheinlich irgendwie. Aber wir machen es jetzt einfach auf... Was? Wieso nicht? Spielen aber auf leicht, ne? Wieso nicht? Was stimmt hier nicht? Was ist hier los? Welcher war denn noch nicht? Der fängt da an. Also das müsste klappen. Das auch. Das eigentlich auch. Der startet da. Eigentlich ja. Es muss ja eigentlich nicht gleichzeitig ankommen. Wir haben ja auf leicht. Wieso, was ist denn?
Also, für mich sieht das eigentlich ganz gut aus. Aber schnorchelt das hier die ganze Zeit. Ruhe, so kann ich mich nicht konzentrieren. Okay. Aber eigentlich müsste das passen. Lenken wir das da mal um. Hä? Aber das muss doch passen. Wieso passt das nicht? Ha, ich bin gerade überfragt, weil... Ich habe das ja auf leicht. Keine Ahnung. Passt, wir haben's. Egal, wir fragen gar nicht weiter. Wir lassen das jetzt so. Da, Julia, nimm dies. Nimm diese Kugel. Voller Elemente. Ich hab Julia gerettet. Juhu. Und du stehst da doof. Romeo, look out! Romeo, nein. Keine Zeit zum Verzweifeln. Ich muss schnell zu ihm. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ja? Daraus ließe sich eine Fackel machen. Wir schneiden das ab. Das ist mein Drachenkopf. Ist das eine Hitze? Ist das eine Schmiede? Dann könnte ich dort etwas schmelzen. Okay. Ich nehme dir das jetzt weg. Du kannst da baumeln. Ah ja, warte mal. Mit dem Drachenkopf. Dann haben wir nämlich die Kette. Cool, er leuchtet. Und jetzt? Ich will meinen Drachenkopf haben. Mein Stab ist weg. Zum Glück lebt er noch, aber ich kann ihn nicht tragen. Er ist zu schwer. Da ist er wieder. You will never be together. I will make sure of it. I will watch both of you die in each other's arms. This I vow. Er glaubt, es sei so einfach, uns zu trennen. Romeo sollte ihm zeigen, wie falsch er liegt. Und schon sind wir wieder Romeo. Ach so, ich habe den Drachenschwanzstab wieder. Ah ja. Kann ich das jetzt damit machen? Nee. Irgendwie muss ich daran. Aber es geht nicht. Da brauchen wir irgendwas. Ja. Warte, ich gehe mal nach draußen. Ganz geschillt. Ich brauche die Kombination. Kann ich da noch irgendwas machen? Nee. Die ist wahrscheinlich hier drin, die Kombination. Ich sollte mich erst um Gaspar kümmern. Das geht nicht. Das geht doch. Ich habe es doch eben probiert. Was soll das denn? So, dann können wir jetzt auch das Büchlein öffnen. Gaspar wurde Meister des Feuers und in den Orden der Magier aufgenommen. Er schaffte es, alle Magier zu besiegen und erhielt einen Preis. In seiner Gegenwart wurde die Sonne von der Dunkelheit verschlungen. Da haben wir die Sonne, das Feuer, der Preis und der Orden.
Gaspar wollte noch mehr Macht. Er widmete sich der Suche nach einem Buch. Das nehmen wir ihm weg. Welches unvorstellbare Macht schenken sollte. Er fand das Buch tatsächlich und als er es aufschlug, begann der Vulkan Magma-Kugeln auszuspucken. Gaspar wurde von einem Wesen besessen, das unmenschlichen Hass in ihm auslöste. Gaspar nahm die Macht des Vulkans in sich auf. Alle Mitglieder des Ordens gingen in Flammen auf und es blieben nur ihre Schädel und Rauch. Der einzige Überlebende war Gaspars Mentor Idris, für alle Ewigkeit in der Gestalt einer Mau Mau gefangen. Ich hab den Code. Da guckst du, wa? Hättest nicht gedacht. So. Ordne die Metallplatten in der richtigen Reihenfolge. Du kannst sie beliebig austauschen. Ach so, das ist ja jetzt nicht... Was soll das? Warte mal. So hatte ich das. Kann wohl nicht angehen. Ich habe einen Knochen. Wie soll ich einen Knochen? Naja, gut. Ich habe einen Knochen. Und Handschellen. Und jetzt werde ich dich fesseln. Das haben wir gleich, aber ich kann nicht mit den Händen ins Feuer fassen. Kann man das da irgendwie... Ne, das führt nichts. Warte mal, da haben wir ja auch noch was, ne? Hier. Das hättest du auch mit den anderen Sachen machen können, aber nein. Feuerfester Handschuh, wer hätte das gedacht? Gut, dass die da einfach so drin liegen. Tschüss, Gaspar. Sie braucht den zweiten Teil des Stabs. Hier, fang, Julia. We have to hurry. Throw me that other part of the staff. Ah ja, jetzt können wir den zusammenfügen. Ich habe einen Stab. Nice. Da ist der Zauberstab. Bitteschön. Nimmer wiedersehen. Drücke auf die Steine und bilde den Pfad nach. Liegst du falsch, beginnt das Minispiel von vorn. Es gibt mehrere Runden. Ach du Schande, ich habe mir den Weg gar nicht gemerkt. Mist. Oh Mist. Echt? Ja, das kann jetzt was werden. Noch ein? Ja, habe ich mir natürlich gemerkt. War das richtig? Oh je. Oh je, ich weiß es nicht. Okay. Ach so, ich muss nicht alles von vorne machen. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, wisst ihr das? Drei, dann geht's hier hoch. Ich glaube, es passt. Juliet, my love for you is everlasting. Nothing can tear us apart. Du hast das Hauptspiel abgeschlossen und kannst nun das Bonuskapitel spielen. Ja, wunderbar. Wir haben die Hauptstory durchgespielt und Romeo und Julia sind wieder glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, Gaspar wurde besiegt. Was mit seinem Handlanger, der dort immer noch liegt? Wenn er dort immer noch liegt? Keine Ahnung, was mit ihm ist. Vielleicht werden wir es noch erfahren. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall hat mir die Story ganz gut gefallen. Es war eine Liebesgeschichte. Sie mussten um ihre Liebe bangen, aber sie haben gekämpft füreinander und wollten sich gegenseitig retten und das haben sie geschafft. Im Großen und Ganzen hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Es gab einfache Rätsel, aber auch anspruchsvollere Rätsel. Also eine gute Mischung. Auch die verschiedenen Wimmelbildszenen haben mir sehr gefallen. Was mir nicht so gefallen hat, war, dass einige Videosequenzen relativ pixelig waren. Das hat das manchmal so unschön dastehen lassen. Aber es war ein schöner Hauptteil. Die Story hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ich werde auf jeden Fall das Bonuskapitel im nächsten Part spielen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne dann auch mit dabei sein. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Eure Inori LP.